Schön, dass du wieder auf meinen Kanal gefunden hast. Heute gibt es mal so ein bisschen DM-Haul. Letztes Mal sind wir gemeinsam durch Rossmann geschlendert. Heute schlendern wir oder wackeln wir mal gemeinsam durch DM. Gucken mal, was es da bei uns so Neues gibt, was mich interessiert und was ich auch tatsächlich letztendlich mitgenommen habe. Das probieren wir nach dem Rundgang hier zusammen aus. Ich habe den Tisch hier vorliegen mit so Kleinigkeiten, wo ich sage, das hat mich wirklich interessiert. Das probieren wir nachher zusammen aus. Wenn du Lust dazu hast, dann schnapp dir einen Kaffee, schnapp dir einen Keks und dann sehen wir uns einfach gleich wieder. Und wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das doch spätestens jetzt, denn so kann ich ganz einfach sehen, dass der Content, den ich hier mache, dass dir das ganz einfach gefällt und dass du vielleicht ein bisschen mehr von mir sehen möchtest. Ich würde sagen, Kaffee schnappen, Keks schnappen, anschnallen, zurücklehnen, denn jetzt geht's gleich los. So, fangen wir an. Gleich wie ich reinkam, sprang mir dieser Aufsteller ins Auge und zwar von L'Oreal. Finde ich interessante Produkte, gar keine Frage, aber die Preise finde ich schon sportlich. Für Drogerie und L'Oreal muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich schon sportlich. Ich meine, die machen tolle Produkte, gar keine Frage. Aber da würde ich schon dreimal schlucken, wenn ich da irgendwie ein Produkt gut finden würde. Also so bummelig 20 Euro, da geben die sich nichts. Aber interessante Produkte sind es auf jeden Fall. Habe ich mal dran vorbeigeguckt, habe ich mir jetzt so nichts mitgenommen, weil im Moment habe ich von Dalton Dark Spotters und so weiter Sachen, die ich da teste. Für mich neu, kannte ich gar nicht, Hydrogel Augenpads von Balea. 75 Cent, finde ich total okay, gut. Ne? Über die Wirkung lässt sich immer streiten, dieser Teile. Aber finde ich sehr interessant, habe ich noch nie gesehen. Für den Preis auch völlig okay, finde ich völlig in Ordnung. 75 Cent passt hier. Ausverkauft, Balea Cleansing Balm. Dafür aber das gesehen, Plump and Glow Serum. Das finde ich auch richtig interessant mit Hyaluronsäure und Polyglutamin. Also sehr interessant, finde ich sehr gut. Was mir auch positiv aufgefallen ist, ich habe schon wieder Sprachstörung, ne? Merkt ihr das? Und zwar sind das diese Intensiv-Haarkuren oder eine Haarmaske ohne Silikon. Große Pötte, großartiger Preis, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses Winter Protect hatte ich damals als Shampoo, weiß ich, wie ich längere Haare hatte. Und dann von dieser Plex Care Geschichte, da habe ich ja nur noch die Spülung, da gibt es auch tatsächlich ein Plex Care Serum. Obwohl, hilft Lücken in der geschädigten Haarstruktur, ich weiß nicht so. Aber für 2,95 kann man das, denke ich, wohl mal ausprobieren. Elvital haut auch richtig ins Portemonnaie, sind aber auch tolle, hochwertige Produkte. Auch hier wieder L'Oreal. Also die lassen sich das auch was kosten, ne? Sehr interessant, glaube ich, wenn du längeres Haar hast und so ein bisschen widerspenstig, weil ich, wie ich das versteht habe, mein Gott, ey, ist das so ein bisschen so zur Glättung und so weiter und für Struktur im Haar, finde ich ganz cool. Von Ela fand ich das ganz interessant, Babyhaarwachs. Da dachte ich, wofür brauchen Babys denn Haarwachs? Aber das ist so ein bisschen so auch für die kleinen Babyhaare und so weiter. Das fand ich jetzt so ganz interessant. Ja, schmeißt ruhig runter, Mutti, ne? Ich habe es aber anschließend wieder aufgesammelt. Und dieses Trockenshampoo von Ela, das kann ich jetzt auch nicht extra für helles Haar. Fand ich jetzt eigentlich interessant. Ich habe es jetzt aber nicht mitgenommen, weil ich Trockenshampoo jetzt so eigentlich meinen Favoritenmoment habe. Aber irgendwann werde ich mir das schon mal ziehen. Und Volumenpowder. Parfümabteilung. Geht immer gerne lang. Das war mir so ein bisschen aufgefallen, weil da habe ich mich ein bisschen anfixen lassen. Ob ich das jetzt mitgenommen habe oder nicht, das seht ihr nachher. Oder ob du richtig stehst, siehst du, wenn das Licht entgeht oder wie war das? Na egal. Da mag ich immer gerne gucken. Oh, die haben auch so tolle Düfte, auch gerade La Reef und so weiter. Finde ich richtig gut. Dekorative Kosmetik gehe ich immer lang. Auch bei DM ist irgendwie schöner, finde ich, manchmal wie bei Rossmann bei uns. Also so, zum Beispiel haben wir da eine Nyx-Theke drin. Nyx finde ich auch richtig sauteuer. Aber so ab und zu haben die wirklich Produkte dabei, wo du denkst, wow,
Wow, tolle Produkte. Habe ich ganz, ganz viele von, die ich oft nutze, die ich richtig gut finde. Aber hier auch sehr, sehr stolze Preise. Das muss ich ganz einfach sagen. Lippenstifttechnisch ist nix, kaum zu schlagen. Ich meine, die hauen auch ein Loch ins Portemonnaie, ne? Aber die finde ich richtig toll. Hier sind New TikTok Star. Das ist ja im Moment, sie sind ja überall, ne? Gut, TikTok gucke ich jetzt nicht unbedingt, ne? Aber auch so bei Instagram, ne? Das ist ja dieser Meta, der sich so anpassen soll, deinen Lippen, weiß ich nicht. Dann dieses Brow Lifting Gel Set läuft mir immer über den Weg. Egal welches Programm ich gucke, ob YouTube, ob Instagram oder was weiß ich, läuft mir das auch immer über den Weg. Wird im Moment tierisch gehypt. Der Catrice Aufsteller, da hätte ich gerne noch eine Sache mal ausprobiert, und zwar diesen Holo-Lidschatten, diesen Holo-Glow. Der ist aber immer leer. Lippenstift hatte ich ausprobiert, das war ja nicht so meins. Hier bin ich auch immer noch unschlüssig, ob ich das jemals ausprobieren soll. Weil haut auch ein Loch ins Portemonnaie, muss man nicht drüber reden. Und ich bin auch nicht Krösus, ne? Aber ausprobieren würde ich das schon mal gerne, ne? Alverde-Theke finde ich sehr interessant, habe ich euch schon vor ein paar Tagen gezeigt oder vor letzte Woche, glaube ich schon. Die haben ja so ein paar neue Sachen da, so ein bisschen Concealer und Serien und Cremes und Gesichtswasser und was weiß ich. Also sehr spannende Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch so Augenroller und so, alles so pflegetechnisch, fand ich sehr interessant. Catrice direkt im Regal gab es diese neuen Paletten, also dort haben wir genug da. Aber da habe ich ja eine ausgesucht, und zwar diese hier, die Safari Fever. Die fand ich ganz cool, die anderen sind mir ein bisschen zu laut. Die sind meiner Meinung nach neu für 2,75. Weiß ich, also für mich ist das neu, die sind mir vorher nie aufgefallen. Die fand ich jetzt so ganz interessant irgendwie so. Und für 2,75, okay. Flüssiger Lidschatten. Lass ich bei Essence die Finger davon, bin ich schon ein paar Mal mit auf die Nase gefallen. Die Stifte finde ich mega. Die finde ich mega. Ne? Gibt auch mal irgendwann demnächst mal ein Video nur mit Stiften, mal eine Woche lang. Ne? Die sind meiner Meinung nach auch neu. Und was ich, da habe ich mal ein bisschen geguckt, und zwar habe ich mich da anfixen lassen. Das soll die, so eine richtig geile Leggings sein. Richtig cool, da sagen die alle, guck doch mal vorbei. Aber 24,95 für eine Lederimitat-Leggings, das finde ich schon happig. Das finde ich, also ich sag's mal, 30 Euro habe ich dann hängen lassen. Ne? Was mich mal interessiert, wer hat schon mal Mundziehöl probiert? Mundziehöl habe ich irgendwie schon so oft gehört, ich habe mich aber irgendwie nicht getraut, das mitzunehmen. Hat jetzt schon mal irgendjemand von euch probiert, und was bewirkt das und wie findet ihr das? Hier nochmal das klassische Beispiel, sage ich immer wieder, Aloe Vera mag ich unheimlich gerne. Hier ist von Alverde eine richtig tolle Creme, so eine nach der Sonne, die dann sehr, sehr Feuchtigkeit spenden soll, aber sein soll. Aber Aloe Barbadensis, also die eigentliche Aloe oder Aloe Vera, steht so weit hinten. Also ich tippe mal drauf, da ist nicht mal ein Teelöffel drin. Ne? Das finde ich ein bisschen blöd. Gut, 1,60, okay, ne? Aber das finde ich dann immer blöd, sowas, muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Also habe ich das für 1,60, wenn die Aloe vorne gestanden hätte, gut, hätte sie auch nicht 1,60 gekostet, aber dann hätte ich die vielleicht mitgenommen, ne? Ganz zum Schluss gab es noch so eine tolle Ecke mit tollen Tools, wo ich auch ganz gern geguckt habe. Da waren auch kleine Preise so bei, auch so ein paar ganz interessante Sachen, wo ich geguckt habe. Und das war es auch eigentlich so im Groben. Die finde ich auch ganz cool. Wiederverwendbare Augenpads und so. Warum nicht? Das war mein Rundgang bei DM. Hat mir richtig Spaß gemacht. Also ich gehe mal rein, ich kaufe nicht immer wahnsinnig viel, aber ich mag unheimlich gerne gucken, was es Neues gibt oder was so angesagt ist oder so auch dekorative Kosmetik. Also Rossmann und DM mag ich beide unheimlich gerne. Wie sieht es denn bei dir aus? Bist du eher Team Rossmann oder eher Team DM? Ich mag beide gerne, weil es gibt manchmal spezielle Sachen bei Rossmann, die ich dort nur kaufe oder wo ich sage, geh mal gleich zu Rossmann, weil da könnte ich mich drauf verlassen, dass das da ist. Und manche Sachen so sind halt eher so bei DM, wo ich sage,
Ne? Also ich weiß nicht, finde ich sehr cool, würde mich mal interessieren, welches Team bist du oder sagst du auch, nee, beide oder hast du nur Müller oder hast du was weiß ich was. Das würde mich mal interessieren. Ich würde sagen, ich würde euch jetzt zeigen, was ich so mitgenommen habe und die Sachen, die probieren wir auch gleich zusammen aus, weil das finde ich immer ganz cool, wenn man die Dinge auch dann gleich so ein bisschen ausprobiert. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei und ich mache jetzt ein bisschen Platz und dann geht es weiter mit dem Ausprobieren. So, das erste Produkt, was ich mir so aus der dekorativen Kosmetik mitgenommen habe, ist von Alverde und zwar sind es zwei Produkte, die ich aus dieser neuen Reihe mitgenommen habe, wo ich sage, das könnte mich jetzt mal interessieren. Wir fangen jetzt mal an mit dem Produkt Nummer 1, diese kleine süße Tube hier. Und zwar ist das mit 1% Bakachoi Komplex, das ist ein Augenserum. Ich habe mir das Ganze schon vorhin aufgetragen, weil ich ja das ganze Jahr Sonnenschutz nutze. Und es macht jetzt keinen Sinn, wenn ich meine Hautpflege mache, Sonnenschutz drauf mache und mir dann das drauf mache. Das ist ja Blödsinn. Ich kann euch das gerne zeigen. Ich lese euch erstmal vor, was hinten drauf steht. Parfümfreie Rezeptur mit 1% Bakuchoi-Komplex. Also das ist so ein pflanzliches, sagt man, Retinol. Finde ich ganz cool. Habe ich schon in einigen Produkten drin gehabt, weil so mit echten Retinol habe ich das nicht so. Was heißt echten Retinol, ne? Aber kann ich mich nicht so ganz mit anfreunden. Aus Bio-Oliven und Bio-Jojobaöl sowie Pakachoi pflegt die Haut und mindert feine Fältchen und Linien. Gut, da ist der Zug bei mir abgefahren. Das sind schon kleine, keine kleinen Fältchen mehr. Das ist schon ein bisschen, ne, kratertechnisch. Aber es geht ja darum, weil das zweite Produkt zeige ich euch gleich, das könnte hier sehr, sehr gut zusammenpassen. Mit feuchtigkeitsspendenden Hyaluron, das ist immer gut angereichert, schenkt es geglättete Haut um die Augen. Das könnte ich auch immer gut gebrauchen. Es ist Hautverträglichkeit, ist dermatologisch getestet, sowie Augen- und Kontaktlinsenträger augenärztlich bestätigt. Das Ganze ist vegan und hat eine Haltbarkeit, ist hier ein Stempel drauf und zwar hier oben bis 0,526, das ist okay, hier sind 9 Milliliter drin und das Ganze schimpft sich Augenserum. 1% ist jetzt nicht viel Pakuchoi-Komplex. Das Ganze sieht so aus, du brauchst auch wirklich nur ein ganz, ganz bisschen und das fühlt sich wahnsinnig toll auf der Haut an, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so ein bisschen hinausgestochen, sage ich, oder herausgestochen zwischen anderen Produkten, die ich bisher so genutzt habe. Das lässt sich gut verteilen, es riecht angenehm, also wie eine angenehme Creme halt, aber das, du hast so, das ist so seidig. Es fühlt sich fast so an, als wäre, als hättest du einen Silikonprimer. So fühlt sich das Ganze an unterm Auge, also sehr, sehr gut. Aber Silikon ist hier natürlich nicht drin. Aber es fühlt sich so weich an die Haut und gut versorgt und das auch den ganzen Tag, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das gestern schon mal drauf gemacht. First Impression finde ich nicht verkehrt, werde ich auf jeden Fall weiter unten drunter machen, weil das nächste Produkt ist zwar auch sehr, sehr pflegend, das ist natürlich auch von Alverde, und zwar ist das dieser neue Concealer hier. Meiner Meinung nach gab es den in zwei Farbvarianten, korrigiert mich, wenn ich das jetzt falsch sehe, aber ich meine, dass ich das vorgestern so gesehen habe. Das ist der Soft Ivory, den ich hier habe, also das war der hellere, und dann gab das noch den etwas dunkleren. Oh, ich muss immer dran riechen. Das riecht so toll, das Zeug hier. Hier ist auch drin 1%, das kann man auch fast gar nicht richtig lesen, also 1% auch Pakachoi Komplex, das ist ein Concealer. Ich lese mal ein bisschen was vor, das ist auch mega frei klein geschrieben. Das ist parfümfreier auch Concealer mit 1% Pakachoi Komplex. Aus Pakachoi Bio-Oliven und Bio-Jojobaöl. Mensch, ist das klein geschrieben. Die flüssige Rezeptur kaschiert Fältchen, okay, und deckt Augenringe, Unebenheiten und Rötungen ab. Bei mittlerer Deckkraft und gleichzeitig Pflege sorgt sie für einen ebenmäßigen und frischen Teint, Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt, Augen und la 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 la, ne? Also für Augen, für Kontaktlinsenträgerinnen auch.
Gebraucht hier sind auch 9 Milliliter drin, wie in der Hautpflege. Und wo ist hier das, wenn ich das aufmache, wie lange ich das brauchen kann? Kann ich jetzt hier nicht sehen, gucke ich nochmal. Meistens ist hier ja immer so ein Töpfchen drauf. Aber das kann ich jetzt hier nicht sehen. Das Ganze ist so ein kleiner Puschi, habt ihr schon gesehen. Und ich finde, das riecht irgendwie wie Malerbedarf. Wie wenn man irgendwas umbaut, verputzt, Gips, malt, Farbe, irgendwie so. War mein erster Gedanke, wie ich das aufgemacht habe. Ne? Erstmal Rüssel reinhalten. Also es riecht nicht unangenehm, aber es riecht nach Malerbedarf. So, ich habe jetzt das ganz helle hier. Und ich habe im Vorfeld mir tatsächlich schon eine Foundation drauf gemacht. Und da bin ich einfach mal der Naturkosmetik etwas treu geblieben, damit das irgendwie so ein bisschen zumindest zusammenpasst. Und zwar habe ich von Rossmann, von Altera, diese hier, da haben wir schon mal ein One Brand mitgemacht. Und zwar ist das die Anti-Age oder das Anti-Age-Make-up. So sieht das Ganze hier aus. Das habe ich einfach nur mit einem Beauty-Blender aufgetragen. Habe das noch nicht abgepudert, noch gar nichts, denn ich wusste ja, dass der Concealer kommt. Unten drunter die Alverde, das Augenserum. Das hat sich auch gut vertragen. Hier habe ich den Farbton von Altera Anti-Age-Make-up. 02 Medium, ist aktuell noch erhältlich mit LSF 6, gut, das müssen wir nicht drüber reden. Und da ist auch Hyaluronsäure drin, also das habe ich jetzt schon des Öfteren mal getestet. Was mir gefällt, ist der Pumpspender an sich auch, dass sich das so hochzieht, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ihr könnt das auch, glaube ich, sehen, das macht ein unheimlich tolles Hautbild. Ich habe schon wieder keinen Haarreifen hier. Macht ein unheimlich tolles Hautbild. Das macht sehr glowy, deckt gut ab. Also die Deckkraft reicht für mich vollkommen aus. Mag ich unheimlich gerne tragen. Auch unabgepudert so in der T-Zone ist das für mich völlig in Ordnung. Macht ein schönes Gesamtbild. Und das habe ich jetzt so heute Morgen aufgetragen. Und jetzt tragen wir darüber einfach mal den Concealer von Altera einfach mal, nee, von Alverde, jetzt komme ich schon durcheinander, das Altera, das Alverde, den tragen wir jetzt einfach mal so im Augenbereich und hier unten einfach mal auf, gucken uns das mal an, wie das aussieht und wie sich das anfühlt auf der Haut und er könnte ein bisschen hell sein, aber wir werden uns das Ganze mal belauern. So, ich habe mir jetzt mal hier den Spiegel geschnappt und nimm mal so das Füßchen hier und möchte jetzt erstmal so ein bisschen im Augeninnenwinkel, da möchte ich gerne ein bisschen aufhellen und dann nehme ich noch mal ein bisschen so im Augenaußenwinkel. Das kann ja auch nicht schaden. Ich glaube, das ist fast ein bisschen dunkel hier, ne? Aber ich denke, ihr könnt das sehen. Dann hellen wir hier noch mal ein bisschen auf an der Stirn. Das kann ja auch nicht schaden, ne? Wir wollen einfach gucken, wie sich das Ding verhält. So ein bisschen auf dem Rüssel hier. So ein bisschen. Aber es riecht hundertprozentig wie Malerbedarf. Also, wie gesagt, nicht unangenehm jetzt oder so. Hier machen wir auch noch mal ein bisschen heller. Aber das riecht irgendwie nach Farbe. Weiß ich nicht. Ich nehme den Beauty Blender. Hiermit habe ich die Foundation aufgetragen. Deshalb nehme ich jetzt das vordere vom Ei hier und gucke einfach mal. Also es fühlt sich auf jeden Fall schon auf der Haut mega pflegend an. Passt sich dem Glow der Foundation richtig gut an, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich das jetzt hier so mit dem Beauty-Blender mache, würde ich jetzt so, was ich jetzt so im Spiegel beobachtet habe, ist er eigentlich weg. Ist das Produkt eigentlich weg? Also es hält nicht großartig auf. Es ist pflegend als Concealer und macht einen schönen noch extra Glow dazu. Könnt ihr auch, glaube ich, so sehen hier, ne? Deshalb auch das Tageslicht heute. Aber dennoch, dass er so hell ist, finde ich jetzt nicht, dass er wahnsinnig doll aufhält, oder? Na doch, hier auf dem Rüssel sieht man das schon, ne? Ich werde deshalb diese Seite hier, da nehme ich einfach ein bisschen meinen Ringfinger und klopfe mir das mal so ein hier. Und guck mal, ob da irgendwie ein Unterschied ist zwischen Beauty Blender, man kann das ja auch mit dem Pinsel, Beauty Blender schluckt ja auch immer ein bisschen Produkt, ne? Müssen wir auch nicht drüber reden. Aber ich packe das jetzt mal, also das kann man auch direkt unterm Auge machen hier. Hier mache ich das jetzt nochmal. Also, ich habe das Gefühl, der verschwindet jetzt hier gerade so auf der Haut. Ob ich das jetzt mit den Fingern, also hier finde ich schon, ist ein bisschen Unterschied, weil da halt mehr Produkt drauf ist. Ich nehme jetzt einfach nochmal ein bisschen Produkt nach.
Gehe jetzt hier nochmal drüber und klopfe da einfach nochmal ein bisschen was hin, obwohl je weniger, desto besser. Gefällt mir jetzt auf dem ersten Anschein oder zum ersten Anschein jetzt nicht so wirklich. Ich wische und reibe jetzt nicht, sondern klopfe das hier ein. Ja, wenn ich mehr Produkt nehme, dann ist das okay. Vielleicht hatte ich einfach ein bisschen wenig genommen, also es hält schon auf. Ne? Das tut es schon. Deckkraft kann ich jetzt natürlich nicht sehen, ist ein bisschen dusselig jetzt gemacht, weil ich hätte das auf die ungeschminkte Haut drauf machen müssen. Gut, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, aber es ist okay. Es ist kein Weltverbesserer, aber ich finde das für uns reiferen Häutchen, kann ich mir vorstellen, dass das ein toller Concealer ist, dieser hier, weil der ist auch mega pflegend. Der ist sehr, ich habe schon einen, glaube ich, von Alverde oder Alterra, weiß ich nicht genau. Der hat mir auch richtig gut gefallen. Ich hole ihn mal ganz kurz. Warte mal. Ich komme mal durcheinander mit Alverde und Alterra. Beide mit A und beide aus der Bibliothek, wollte ich schon sagen. Beide aus der Drogerie. Da komme ich immer durcheinander mit. So, ich habe das jetzt schnell mal geholt. Doch, das war Alterra und zwar der Hyaluron-Concealer. Der ist ja so ein bisschen so pinkfarben. Guck mal nach in der Playlist, wenn du möchtest. One Brand mit Alterra. Da war der hundertprozentig dabei. Der hat mir auch gut gefallen. Den habe ich ganz, ganz oft gebraucht. Der ist auch schon so ziemlich am Ende. Und es kommt so ungefähr hin. Der ist jetzt nicht ganz so rosastichig hier. Der hat gut aufgehellt, aber ist sehr, sehr pflegend. Also es ist ein leichter Concealer. Also wenn du so eine richtig pfannengroße, dunkle Augenschatten hast, weiß ich nicht oder kann ich ja immer nicht beurteilen, ob der Teil das abdeckt. Ich kann das immer so ein bisschen an meinen Pigmentflecken und so weiter sehen. Aber unterm Auge, um ein bisschen aufzuhellen, um ein bisschen Pflege reinzukriegen, da wo man eben ein bisschen was abdecken möchte und gerade so im Augenbereich, finde ich, macht das Sinn. Und für den Preis finde ich Alverde hier richtig in Ordnung. Die finde ich auch toll, aber die beiden Sachen haben mir schon mal richtig gut gefallen von dem heutigen Haul. Was du bestimmt schon die ganze Zeit beobachtet hast, ist das hier. Und zwar ist das Nagellack, wie man, ja, es ist Nagellack, das sieht die Welt doch, ne? Und zwar ist das dieser hier. Ich habe dazu mal ein bisschen was eingeblendet, wie ich das aufgetragen habe. Und zwar sind die neu von Essence, Holobomb heißt das Ganze. Also ich kannte die nicht, vielleicht gibt es die schon länger, ich weiß es nicht. Das ist Real Holo, finde ich okay. Aber so richtig Holo, ich weiß nicht. Das ist eine einzige Schicht, das hat sich toll auftragen lassen. Alles gut, ging einfach. Also Essence kenne ich sowieso, Nagellacke finde ich toll. Das trocknet schnell. Das hat auch den Hausputz hier am Samstagmorgen gut überstanden. Also es ist nicht großartig abgenutzt, obwohl ich nur eine Schicht drauf gemacht habe. Kann man haben. Würde ich mir nicht wieder kaufen, aber kann man haben. Ist eine tolle Farbe. Gab es, glaube ich, drei oder vier. Aber die hatte mich jetzt so ein bisschen so Richtung Frühling angesprochen, wenn man so, sage ich mal, so Frühling ist für mich immer so auch auf den Augen so ein bisschen so Flieder und Lila. Und ich glaube, da ist das ein ganz gutes Match. Hier haltet es so, dann kann man das auch sehen. Finde ich einen durchaus Preis-Leistung tollen Concealer, wollte ich schon sagen, Nagellack. So, dann habe ich mir noch mitgenommen aus der Zahnabteilung. Ich habe ja so kleine Zwischenzahnräume und muss da immer rein mit Dentalbürsten. Und da habe ich schon so allerhand durch die Dontodent von DM, diese hier, die habe ich schon ganz, ganz oft geholt. Die gibt es natürlich alle in verschiedenen Größen, die finde ich gut. Die blauen hier, die sind die etwas dickeren, die sind 2,5 bis 4,5 Millimeter, also für mich so für den hinteren Bereich hier. Dass man da richtig schön reingeht und richtig schön reinigt, gibt ein tolles, sauberes Gefühl im Mund, mag ich sehr, sehr gerne. Also die kaufe ich immer in allen Größen. Ich habe meistens die roten und die blauen. Die sind jetzt neu, also für mich neu. Ich habe sie noch nie ausprobiert und zwar sind das Brush Sticks. Reinigt die Zahnzwischenräume auch, massiert das Zahnfleisch und das Ganze ist metallfrei. Da hast du an beiden Seiten hier jeweils so ein Teil. Ich kann das ja auch mal auspacken, weil ich brauche sie ja eh. An beiden Seiten, so ein kleinen, wie so ein Tic-Tac-Döschen sieht das aus, ne? An beiden Seiten hast du da so Bürstchen am Ende. Und ich tippe mal drauf, ein bisschen größer und ein bisschen kleiner. So sieht das Ganze hier aus. Es ist wirklich, nee, da ist nur ein Bürstchen dran. Guck mal hier, ein Bürstchen und hier ist so eine Art Fleischspieß. Was rede ich schon wieder?
Weißt du, was meine ich? So, ne, zum Rauspulen da. Ich dachte, dass jetzt von jeder Seite eine Bürste war. So dachte ich das. Nee, da ist so eine ganz kleine. Also ganz kleine und halt ein Spieß und so ein kleines Bürstchen hier dran. Bin ich mal gespannt, weil das sieht aus, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, das sieht aus wie ein kleiner Tannenbaum. Also da sind nicht rundherum Bürstchen wie an der Klobürste, sondern nur rechts und links. Rechts und links. Also da bin ich mal gespannt drauf. Wie das denn? Weil so quer... Ich werde es berichten. Ich werde es berichten, wie ich das Ganze finde. Ich finde die Büchse auch nicht verkehrt hier. Das, weil die fliegen immer schnell mal in meiner Schublade rum. Das könnte was werden hier. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie mir das gefällt. Werde ich zum ersten Mal ausprobieren. In der Parfumabteilung mache ich ja auch immer super gerne gucken. Und da hatte ich euch gezeigt, dieses Parfum, das habe ich mir mitgenommen. Und das habe ich aus folgendem Grund, weil La Reef... macht ja oder macht so ein bisschen so andere Düfte nach. Erstmal fand ich das Gelbe so. Ich habe das jetzt selber, ich habe mich so ein bisschen anfixen lassen, weil die fand es so toll und es roch so gut. Und ich packe das jetzt mal hier aus. Das habe ich mir so ein bisschen als Ersatz geholt. Und zwar ist das dieser Flakon, wie man den sehen konnte. Und das ist exakt dieses hier. Dieses hier von Nivea, das habe ich rauf und runter. Ich glaube, das ist die dritte Pulle, die ich dieses Jahr aufgebraucht habe, weil ich liebe das einfach. Das hat so, das ist der Geruch von Sonnencreme. Das habe ich euch auch ganz, ganz oft empfohlen. Das finde ich mega. 20 Euro, knapp 7 Euro und riecht genauso. Riecht genauso, hält ein bisschen länger, hält nicht ganz so lange, aber dafür, für die Kohle kann ich auch einmal nachsprühen. Finde ich mega. Freue ich mich total drüber. Das habe ich mir nachgekauft und das werde ich nochmal aufbrauchen hier. Aber zukünftig wird es dann das sein. Was wir jetzt nochmal zusammen ausprobieren können, ist dieses Teil hier. Das ist der Metal oder Meta Glow Lipstick. Und zwar steht hier nochmal drauf Color Changing Lipstick. Also der die Farbe verändert. Und ich habe das Ganze hier so aufgemacht, was ich auch hier sehr schön fand, dass das wieder so ein frisches Siegel dran hatte. Ne? Und der sieht so echt apathisch aus. Der sieht echt apathisch aus. Der hat ja gar keine Farbe. Ist das denn nur ein Fliegestift? So empfinde ich das auch. Und ich werde mir das Ganze jetzt mal auftragen. Ich habe das schon mal auf dem Handrücken mal ausprobiert. Also ich habe so die Befürchtung, ich mache das mal kurz drauf hier, weil ich habe das Gefühl, dass ich ganz trockene Lippen irgendwie habe. Ich habe so das Gefühl, es sieht aus und es fühlt sich an wie ein Lippenpflegestift. Und es soll ja seine Farbe verändern. Es gibt ja auch manche so Blushes, die sich anpassen oder je nach Körperwärme dann die Farbe dann für dich entscheiden. Ja, es wird schon so ein bisschen pinky. Bisschen Glitter und Flitter ist da auch und zu mal drin, finde ich aber eher störend, als wenn du so einen Flitter hast. Aber der ist sehr, sehr pflegend. Der ist sehr, sehr pflegend. Da stand extra drauf auf dieser Packung, TikTok-Star oder was weiß ich, hatte ich mir jetzt für die Kohle, hatte ich mir jetzt einfach mal mitgenommen. Schmeckt ein bisschen bitter, wenn man das so auf der Zunge hat. Also die Farbe, die bei mir jetzt hier rauskommt, ist richtig schön. Die gefällt mir richtig gut. Und das ist sehr, sehr pflegend. Von Essence ist das. Aber schmeckt ein bisschen bitter. Riecht beerig. Riecht beerig. Und halt dieses Aussehen, das finde ich sehr party. Guck mal, jetzt ist er gar nicht mehr so durchsichtig. Jetzt hat er so ein bisschen diese rosa Farbe. Hat der Junge hier angenommen, ne? Muss vorbei mit durchsichtig, ne? Also, ist ein bisschen Spielkram. Aber finde ich völlig okay. Würde ich gerne aufbrauchen. Daneben stand dieses Teil hier. Also Augenbrauen ist ja auch immer so ein Thema für sich. Das ist ein Brow Lifting Gel Set. Extreme Hold steht hier drauf. Transparent with Brush. Das wird auch im Moment so ein bisschen so bei Instagram und so sieht man das immer wieder. Und ich habe mich da ein bisschen anfixen lassen. Ich glaube, das war bei 3 Euro. Ich blende das hier nochmal ein. Hier ist so ein kleiner Augenbrauenpinsel dabei. Und das Ganze ist durchsichtig natürlich. Ne? Erst dachte ich so, ist da gar nichts drin. Ne? Sieht so völlig, aber es ist was da drin. Ne? Und zwar so ein, zeige ich euch gleich mal so ein bisschen eingeblendet,
ein richtig schönes Gel. Und das werden wir jetzt mal auf Muttis Augenbrauen, werden wir das Ganze mal ausprobieren. Es stand extra drauf Extreme Hold. Extreme Hold, was macht der Concealer hier? Das läuft alles, ne? Riechen tut es nach gar nichts. Der Lippenstift macht sich langsam auch hier. Und ich werde mir das jetzt einfach mal, ich streiche das erstmal ein bisschen ab, weil ich glaube, dass ich da ein bisschen viel dran habe. Und wenn ich mir die so nach oben bürste, ich habe jetzt nicht so viele buschige, dass das jetzt da irgendwie nicht den ganzen Tag halten könnte. Aber manchmal hat man es so, man gibt sich dann voll die Todesmühe und dann gehst du raus und guckst abends in den Spiegel und denkst, warum sind deine Augenbrauen denn jetzt so, wie sie sind? Sondern ich finde das eigentlich ganz schön, wenn man sie so nach oben bürstet, auch so ein bisschen buschelig, ne, so ein bisschen so aufpushen und dann bleiben die auch so. Das werde ich euch mal berichten, ob das gehypte Wunderzeugs hier, ob das jetzt hier irgendwie wirklich alles so toppt. Das ist hier erfrischend. Das ist erfrischend jetzt hier gerade mal auf der Haut. Bei mir ist warm, weil ich sitze nämlich direkt neben dem Ofen hier. Zwischen drei Fenstern, damit wir auch hier schön Licht haben. Und da werde ich euch mal berichten, ob das jetzt total radikaler Halt hier ist. Finde ich sehr praktisch, das so aufzutragen mit dem Pinsel. Guck jetzt hier nochmal rein. Sieht okay aus, das ist in Ordnung. Also für den Preis finde ich es okay. Ich werde berichten, wie ich das Ganze finde. Das werde ich euch mal erzählen. Ist jetzt so, Augenbrauen, da gibt es ja auch, ich habe auch verschiedene so Gele und so, ne, die dann aber oft weiße Spuren hinterlassen, konnte ich jetzt hier nicht feststellen. Also wenn ihr da durchkämmt, dann ist das so wie Kleber, so Rubbelteile, ne. Konnte ich jetzt hier nicht so feststellen, werden wir im Auge behalten, werde ich durchtesten die Wochen jetzt hier. In dem Rundgang bei DM war auch noch zu sehen, es gibt einmal neue, also für mich neu. Ich kannte sie jetzt noch nicht. Und zwar Balea Augenpads. Die sind ja immer so bekanntermaßen, eigentlich könntest du ja lieber einen kalten Löffel nehmen. Ich vergesse aber immer, den Löffel da reinzulegen. Oder mein Mann nimmt den Löffel wieder raus und packt den Geschirrspüler und sagt, was soll denn der Löffel da drinne? Da sind wir uns nicht so ganz einig. Augencremes habe ich schon viele gehabt, packe ich ganz, ganz oft in den Kühlschrank. So wie, wo habe ich es jetzt hier? Werde ich auch hier reinpacken im Sommer. Ne, wenn ich mir das mal wieder kaufen sollte, werde ich es reinpacken. Es macht Sinn, sowas zu nehmen, sage ich mal, wenn du so dicke Bockwürste unter den Augen hast. Ne? Das werden wir jetzt heute hier nicht ausprobieren, weil ich ja schon Make-up und so weiter drauf habe. Ich kannte sie nicht. Hier gibt es zum Beispiel mit Hyaluron, Magnolienextrakt und Vitamin E. Mit Glitzereffekt, gut, okay. Mit Hyaluron, Wolkenblumenextrakt und Niacinamide, mit Rainbow-Effekt, was auch immer das für ein Effekt sein macht, das weiß ich nicht, mit Hyaluron, Passionsfrucht, Extrakt und Koffein, zweifarbig. Gut, das Ding ist zweifarbig, ich glaube nicht, dass ich da nachher drunter zweifarbig aussehe. Für den Preis fand ich es jetzt okay, ich werde es mal ausprobieren. Was ich aber im Nachhinein erst so am Ende des Rundganges bei DM entdeckt habe, sind diese hier. Die lagen nämlich komplett auf der anderen Seite im Laden. Und da war noch so eine kleine, sag ich mal, Ecke so mit so verschiedenen Tools, so auch so Wellness-Tools und Pinsel und all solche Dinge. Und da war hier von Abeline Pure Beauty wiederverwendbare Augenpads. Diese hier in so einer Blechbüchse, habe ich hier komisch ausgesprochen. Und zwar lese ich mal ganz kurz vor. Wiederverwendbare Augenpads von Abeline eignen sich ideal zur Pflege der Augenpartie. Zunächst das gewünschte Produkt, Creme, Serum, tralala auftragen. Vorsichtig auflegen, nicht für die Anwendung mit Gesichtsölen geeignet, für eine besonders erfrischende Wirkung. Die Augenpads vor Gebrauch im Kühlschrank lagern, wie die Mutti das gesagt hat. Nach der Anwendung mit warmem Wasser reinigen und trocknen. Und praktische Metalldose sorgt für eine optimale Aufbewahrung. Extra noch fett hingestellt oder hingeschrieben, made in China. Okay, gut. Finde ich von der Sache okay. Das mit der Blechbüchse hier finde ich auch richtig gut, das gefällt mir. Die Pads hole ich mal ganz kurz raus, die sehen so aus, also die haben jetzt so keine Wirkstoffe in sich, sondern dein Serum kannst du einfach mit der Kühle, solltet besser einziehen und das soll alles abschwellen und so. Werde ich auch mal testen, werde ich meinem Mann sagen, bitte lass das jetzt im Kühlschrank drin liegen.
wie lange das Ganze hält, wie oft man das denn eigentlich nutzen kann oder ob die dann noch ein zweiten Mal schon zerfleddern nach der Wäsche. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Finde ich eigentlich eine schöne Sache. Finde ich theoretisch besser als die. Also von der Sache her, ne? Finde ich das nicht verkehrt. Werden wir im Auge behalten. So, der Lippenstift hier schmeckt immer noch ein bisschen bitter, aber ist sehr, sehr pflegend. Der hat sich für Pink entschieden. Ich weiß nicht, wenn ich irgendwie Fahrrad fahre, mir wärmer ist oder was weiß ich, ob der dann eine andere Farbe hat. Ich finde die Farbe sehr schön, die ihr so für mich jetzt so ausgesucht habt. Hat, finde ich, eine tolle Farbe. Mag ich sehr, sehr gerne. Wenn ich einen Spiegel davor habe, sieht das ja auch kein Mensch. Finde ich eine tolle Farbe. Gefällt mir richtig gut. Also bin ich gespannt mit dem Concealer. Schaue ich jetzt hier auch nochmal. Also der hat einen schönen Glow gemacht hier auf der Haut. Ich werde das auch heute nicht abpudern. Ich werde das nicht abpudern und mal gucken, wie sich das so macht. Also es gefällt mir richtig gut. Also wenn er hin und her wandert, der Concealer, dann ist das mein Verderben, weil ich das nicht fixiert habe. Aber ich möchte gerne gucken, ob das so diesen, sage ich mal, pflegenden Charakter einfach beibehält. Weil bis jetzt gefällt mir das, die Base, so richtig gut. Und würde der Lippenstift nicht so bitter schmecken, würde ich das noch viel geiler finden. Aber sonst gefallen mir die Produkte heute richtig gut. Wenn es dir auch richtig gut gefallen hat, lass mir gerne ein kostenloses Abo da. Hau doch gerne einen Kommentar ran, wenn du zu einigen Produkten irgendetwas zu sagen hast oder sagst, Mensch, das kenne ich auch. Mensch, das finde ich klasse, dass du das gezeigt hast. Oder das ist jetzt nicht so meins, das habe ich auch schon probiert. Würde mich sehr interessieren. Wir tauschen uns ja immer rege hier aus. Ja, wenn du sonst noch magst, kannst du mir auch gerne bei Instagram folgen. Da gebe ich ja auch immer so ein bisschen Feedback, mal zwischendurch, auch zwischen Produkten. Mach mal einfach spontane Abendroutine und solche Dinge. Folgt mir da auch ganz gerne, wenn du magst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach zum nächsten Mal wieder. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.